Hey Freunde, mal ein ganz anderes Video von mir. Und zwar stelle ich euch heute mal ein paar Artikel vor, die ich letztes Jahr Silvester gezündet habe und die meiner Meinung nach ja, ihre Berechtigung haben, gezeigt zu werden. Sind für mich persönlich schöne Artikel. Wie gesagt, jeder hat einen anderen Geschmack und deswegen würde ich sagen, bildet euch eure eigene Meinung, was ihr mögt. Mögt ihr halt, was ich mag, mag ich halt. Und deswegen geht's gleich los. Und wir starten auch gleich mit den Single Bells von Pyroland. Das Stück kostet 1,99. Es gibt oder es gab letztes Jahr drei verschiedene Varianten, wie ihr hier sehen könnt: Kokoglitter, Brokat und Checker Cracker. Und jedes Rohr hat 21 Gramm NEM. Dann würde ich mal sagen, schauen wir uns die Bombenrohre mal an. Als erstes haben wir hier den Checker Cracker in Grün. Ja, schon ordentlich für 1,99. So, dann haben wir hier den Coco Glitter, auch wieder Single Bells 1,99. Und zum Schluss müssten wir ja dennoch den Brokat haben in Single Bells. Brokat fand ich echt schön. So, Freunde. Der zweite Artikel darf bei mir Silvester natürlich überhaupt nicht fehlen und das sind römische Lichter. Hier jetzt die Variante von Keller, 12 Schuss. Ich mag auch die 20 Schuss generell, egal welche Firma, welche Marke, Hauptsache Röhlis. Denn zu Silvester gibt es nichts Schöneres, als mal ein bisschen rumzuschießen. Ah, okay. Oh, oh, oh. Ja. Schießen immer noch kotweit. Farben sind auch schön. Grün, Violett, Blau, Orange. Zwei gleichzeitig. Die Frau ist mutig. Als drittes haben wir hier den Dämonenfeuervulkan von Röder, wenn wir schon mal beim Leuchtfeuerwerk sind. Der Vulkan wurde mir letztes Jahr gesponsert und dennoch muss ich sagen, ein sehr, sehr guter Vulkan, den ich auch dieses Jahr bestellt habe. Ja, der Vulkan fängt immer schön langsam an, schön ein bisschen Gold und dann... Hallo, ich bin so kaputt, ist echt zu spät. Der hat echt ein schönes Gold, muss man sagen. Das Ding ist der Wahnsinn. Eieiei, ihr habt die Lampe ja hier mal als Vergleich gehabt und den Baum. Also das Ding geht ja richtig hoch. Als nächstes haben wir die Chaos-Kometen von Röder Feuerwerk. Abbiegende Kometen, ein wirklich sehr schöner und edler Effekt. Auch diese Batterie wurde mir letztes Jahr zur Verfügung gestellt. Und trotzdem ist es wirklich einer der Lieblingseffekte von mir. Also, viel Spaß. Natürlich dürfen auch Oldschool-Böller nicht fehlen. Für mich persönlich die Fire Event Retro Collection. Schönes Set mit A- und D-Böllern. Preislich auch sehr interessant. Und ob ihr nur Funke mögt oder irgendeine andere Firma, eine Marke, irgendwas, sei euch überlassen. Ich mag diese hier und schauen wir uns mal gemeinsam an, was die können. So, die A-Böller haben auf jeden Fall eine sehr gute Verarbeitung. Gewohnt wie von den D-Böllern. Jetzt kommt ein bisschen Rauch, da warten wir mal einen ganz kleinen Augenblick. Oh. Das sind A-Böller von Fire Event, Mensch, die hauen ja rein. Alter. Aua. Ah, die sind heftig. Für A-Böller.
Schauen wir uns mal an. Verarbeitung dieses Jahr auch wieder sehr gut. So, sehen sie aus. Und da schnipselt's. Ein zweiter Böller, der bei mir Silvester sehr gut rüberkam, ist der Meteorschlag mit Pfeifen, Vorbrenner und Knall. Ich mag die Kombination. Der Böller ist im Klang nicht so doll, aber dennoch hat er seine Vorteile und ich mag ihn einfach. Deswegen ist er auch hier in dem Ranking jetzt mit drin. Kommen wir auch hier mal zu einem F3-Artikel. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass ich den Paragraph 27er für F3 besitze. Und hier haben wir die JGWB Berg, also Bergholz 50 Meter Tracker Spezial. Und preislich natürlich 50 Euro, das ist natürlich jetzt sehr viel. Aber dennoch einzigartig eine Tracker wie Valencia Style natürlich. Und made in Italy, soweit ich weiß. Und von daher wünsche ich euch viel Spaß. Schaut es euch an. Schönes Teil. So, komm schon. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. So ein Feuerball, Junge! Kommen wir zur nächsten Batterie von Tropic Pro, die BZ42S3506. Ein sehr schöner Name. Es handelt sich hier um eine Kometenfächerbatterie mit schön langsam runterfallenden Sternen. Ich komme gerade nicht auf den Fachbegriff. Funke Blättertanz, falls euch das was sagt, so ähnlich. Ja, eine wirklich schöne Batterie, die mich sehr begeistert hat letztes Jahr. Und deswegen ist sie jetzt auch hier in meinem Ranking mit drin. Schaut es euch selber an und ich bin mal gespannt, was ihr zu dieser Batterie sagt. Ich finde sie wirklich sehr schön. Alter, du hast eine Aufgabe. Du ziehst mir was vom Schuh, Alter. Wo holst du raus? Zieh mir vom Schuh, was ich dran sein sollte. Ich brauch nur einen Deckel. Perfekt. Was ist denn das? Leblose Dingo. Wir haben kein Leben. Das geht nicht. Sauber. So, machen wir mal weiter mit F2. Wer hätte es auch anders gedacht, die Double Deck Red war wirklich das Beste an Crackling Batterie, was letztes Jahr geschossen wurde von mir. Oder sogar schon vorletztes Jahr. Sagen wir es mal so. Für 20 Euro habt ihr dann eine wirklich sehr schöne Batterie. Wenn ihr die erste Charge oder die alte Charge bekommen habt, wo das Crackling richtig kräftig war, ich zeige euch mal ein Einzelvideo und dann zeige ich euch gleich hinterher mal, was drei davon anrichten. Und das ist einfach mega. Also wirklich absolute Kaufempfehlung. Ja, Freunde, wie gesagt, die Red absolut top für 20 Euro. Und jetzt dreimal die Red zusammen verleitet. Die
So Freunde, kommen wir zum letzten Artikel. Auch hier wieder ein gesponserter Artikel von Röder Feuerwerk letztes Jahr. Hier die kleine Info für euch. In meiner Beschreibung unten ist der Link für Röder. Wenn ihr darüber bestellt, sieht Röder, okay, über meinen Link, also Jalaco Roland, wurde eingekauft. Und so entstehen natürlich auch solche schönen Videos. Und zu dem Verbund an sich, viele sagen, er ist sehr langsam. Ich finde ihn sehr schön. Es ist wirklich schöne, ruhige Effekte, am Ende auch ein bisschen lauter. Und zwischen Schuss und Schuss bleiben die Effekte so lange am Himmel stehen, dass man das wirklich so als Zuschauer gar nicht mitbekommt. Viele haben natürlich auch gefragt, wo ich den her habe. Und deswegen ist der Verbund im Ranking. So, wir testen jetzt mal noch den Röderverbund. Alpha Centauri und... So Freunde, das war's. Ich hoffe, dieses Video hat euch auch mal gefallen. Schreibt ruhig mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, die Art des Videos, sage ich jetzt mal. Und eventuell mache ich dann ab nächstes Jahr mehr solcher Videos, vielleicht auch ein bisschen professioneller. Also macht's gut und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Haut rein, Freunde. Tschüssi.